Am Sonntag sind Wahlen. Und in diesem Zusammenhang, so scheint es zumindest, versucht die Stadt durch einen Artikel, der erst gestern erschien und schon heute als Kopie in vielen Briefkästen lag, noch einmal ordentlich Wahlkampf zu betreiben. Hier wehrt sich die Stadt offenbar gegen die Anschuldigungen in einem Flyer eines Abgeordneten. Dabei, so macht es den Anschein, sind die Angaben der Befragten vom Verfasser dieses Artikels nicht einmal überprüft worden. Denn die Aufnahmen, die wir Ihnen gleich zeigen werden, beweisen, dass der Geschäftsführer der Sewobar in diesem Artikel die Unwahrheit sagt, wenn er darin angibt, transparenter als die Sewobar kann ein Unternehmen kaum sein. So kritisierte der gleiche Abgeordnete schon bei der ersten Stadtverordnetenversammlung diesen Jahres, dass die Sewobar den Stadtverordneten den ihnen zustehenden Wirtschaftsplan noch immer nicht vorgelegt hatte, so wie es laut Gesetz vorgeschrieben ist. Warum lassen Sie zu, dass die Sewobar keinen Wirtschaftsplan und keinen Wirtschaftsplan für die Sewobar-Haushaltssatzung 2014 für die Stadt vorlegt? Verstößt das nicht gegen die einstehenden Gesetze des brandenburgischen Kommunalverfassungs des Haushaltsgrundsatzes? Gesetzes und die nächste Frage, was ist der Grund für die Nichtvorlage dieser Wirtschaftspläne? Wer trägt die Verantwortung für die Nichtvorlage? Die möchte ich jetzt öffentlich beantwortet haben. Am 27.03. die Aufsichtsratssitzung ist und da wird der Wirtschaftsplan vorgelegt und in der nächsten Stadtverordnetenversammlung liegt der Wirtschaftsplan vor. Punkt. Wie und so gehen Sie um? So interessiert? Also es gibt Gesetze, Herr Bürgermeister, und die halten Sie nicht ein. Der heißt, der hat mit dem Haushalt ins Vorgelegt zu werden, wir müssen dort die Möglichkeit haben, darüber zu diskutieren. Ich sage, nö, ich mache das mal sehr später. So sieht mich nicht. Ich muss mal so sagen. Dazu reden sich ja eher aus, aber das ist halt so. Der Verfasser dieses Artikels war während der Stadtverordnetenversammlung in Frage anwesend und musste von der Kritik in der Sache gewusst haben. Aber offenbar hat der Verfasser dies bewusst verschwiegen oder einfach nur miserabel recherchiert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und wir könnten an dieser Stelle noch eine ganze Stunde so weitermachen, aber das ersparen wir uns und natürlich auch Ihnen lieber. Doch eines gilt nicht nur für die Europawahl, sondern auch oder vielleicht sogar speziell für die Kommunalwahlen in diesem Jahr. Am Wochenende zählt Ihre Stimme. In diesem Sinne, verwählen Sie sich nicht.